Hacke. Ich hätte natürlich, noch ein Eisenschwert gehabt, aber da, die Reaktion habe ich auch einfach nicht. Dann auch ganz schnell zu wechseln. Normal bin ich gut in Reaktion, aber wenn direkt eine Spinne einen weghittet, dann macht sie auch ein paar Hits. Das ist natürlich so. Das ist das Problem, weil wir noch keine Rüstung haben. Ah, so ein Mist, ey. So ein Dreck aber auch. Ach ja. Ziemlich blöd gelaufen, muss ich sagen. 2,5 Herzen nur noch. Eieieiei. Eieieiei. Es kann aber auch mal passieren, ne? Aber naja. Es passiert. Ich hab's ja schon gesagt, es kann mal passieren. Ihr hättet schon länger Schaden, behaupte ich jetzt mal. Ihr könnt gerne mal Videoantworten posten, fällt mir gerade mal so ein. Wenn ihr, ja, das ist eigentlich mal eine geile Idee, die fällt mir gerade mal so ganz spontan ein. Schickt einfach mal ein paar Videoantworten von all euren Hardcore-Videos. Ihr müsst denselben Mod haben wie ich. Und schickt mir einfach mal die Videos, die es geschafft haben, solange wie ich am Stück mit 10 vollen Herzen zu sein. Also es war schon, finde ich, eine Kunst. Also schickt mir einfach mal die Videoantwort. Vielleicht überlege ich mir mal irgendwas für den Gewinner. Vielleicht ein Let's Play Together irgendwie oder so. Eine Folge bei mir. Keine Ahnung, wenn ihr dazu Bock habt oder so. Könnt ihr auf jeden Fall mal gerne machen. Und ich würde mich da echt drüber freuen. Macht's mal. Alle, die es schaffen, eine Videoantwort oder mehrere Videoantworten müsst ihr ja dann anscheinend posten. Und dann schauen wir mal. Das war aber jetzt mal eine gute Idee, oder? Wenn ihr die Idee auch gut findet, like. Ja. Wir wollen ja keinen... Ach ja, so. Was braucht... Fehlt mir jetzt noch? Ach ja, hier. So. So wird der, glaube ich... so wird der gebaut. Okay, dann ziehen wir uns mal die ganze Rüstung hier an. So. Oh, das sieht ja mal aus hier. Mein lieber Mann. Jetzt sehe ich ja aus wie so ein Königlicher. Holalalala. Okay, das Eisen packen wir mal wieder rein. Und jo, jetzt haben wir natürlich auch eine schöne Rüstung. Nur leider so wenig Leben. Und es wird Nacht, deswegen ganz schnell ins Bett. Okay, wir nehmen mal wieder unser Schwert in die Hand. Perfekt, hier haben wir schon mal keine Zombies. Ich wollte mir doch noch hier was craften. Und zwar hier die schönen alten Leitern. Nee, nicht Leitern, Treppen. Crafting Box einmal. So. So. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir brauchen. Wir machen einfach mal ein paar. Ja, ich glaube, das reicht. Ah, da komme ich jetzt wieder nicht dran an das Zeug. So, da haben wir das Bett. Das tun wir mal wieder an dieselbe Stelle. Das ist jetzt hier einfach nur so ein professorisches Schlafhaus, sag ich mal. Okay, das hier wird ja dann später unser Haus. Wir können eigentlich auch in das Haus jetzt mittlerweile mal umsteigen. Damit wir nicht immer in diesem engen Ding da rumleben müssen. Also ist ja schlimm. Ui, da wäre ich aber auch fast gerade runtergefallen. So geht das relativ zügig, im schönen Rhythmus. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Jawohl. Ich hoffe, dass das... Es war klar, dass ich mich mal wieder verbaue. Das ist immer so klar. Aber ich hoffe, dass das von außen auch einigermaßen gut aussieht. Aber hier ist schön Wasser, das ist gut. Falls ich mal runterfalle, bin ich etwas geschützt, aber jetzt nicht mehr, leider. Aber das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, ums Haus Wasser zu machen. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht so machen. Auf jeden Fall Holz haben wir noch genug. Ach, hier wachsen schon die ersten Bäumchen. Ist ja schön. Aber vor Spinnen habe ich echt Respekt, muss ich sagen. Nicht nach der Aktion eben, sondern insgesamt auch. Weil die können einen ziemlich schnell down machen.
weil die einfach effektiv sind. Die können einen wirklich sehr schnell andamagen und man kann auch wenig tun, vor allem wenn man gerade noch was anderes in der Hand hat, irgendwie nur einen Holzblock oder so. Man braucht da wirklich schon ein Schwert, also ein vernünftiges. Aber die gehen natürlich auch extrem schnell down, das ist ja klar. Aber trotzdem, die damagen schon übelst gut. So, Spinnen sind böse. Ganz böse Viecher. So, hier an den Ecken, da muss ich mir noch was einfallen lassen, was wir da hin machen können. Wie sieht das denn aus, wenn man dann... Och, das sieht doch hässlichst hoch 18 aus. Eieiei. Aber ich glaube, wir haben es jetzt hier sogar schon mit dem Dach. Also hat mir da nicht so viel gefehlt. Jo, so haben wir jetzt unser Dächlein. Hier könnten wir einen Stone Slab oder einen Wooden Slab hinmachen. Unten in die Höhle wage ich mich eigentlich jetzt auch kaum noch. Aber wir müssen natürlich auch hier Holz hinmachen. So. Bisschen Holz und die Erde weg. Die Erde brauchen wir auch eigentlich nicht. Nur für die Farm. Aber wir haben eigentlich auch genug Essen. Aber trotzdem machen wir auch noch eine Farm. Das können wir auch eigentlich so lassen. So. Ja, so kann man es doch anbieten. Ah, hier müssen wir auch noch. Zack. Ja, das passiert natürlich. Das finde ich ein bisschen blöd hier, dass man da dann nicht so gut rankommen kann. Aber jetzt haben wir eigentlich unser Haus schon so gut wie durch. Wir könnten das natürlich hier oben auch noch zumachen, aber wir müssen es auch mal beleuchten. Nicht, dass hier noch irgendwas spawnt. Das wäre ja ungeschickt, wenn hier noch irgendwie ein Creeper spawnt und das Ganze hier hochjagt. Und wir stehen auch noch daneben. Das wäre fies. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt auch erstmal... Also eine Rüstung haben wir abgeschlossen. Dann haben wir abgeschlossen. Ein Haus haben wir jetzt. Jetzt müssen wir natürlich nur noch umsteigen. Obwohl, hier sind wir natürlich auch relativ sicher. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, ja, ich wollte jetzt... eine Hake machen. Dazu brauche ich noch mal ein paar Stöcke. So. Ja. Und dann ging das, glaube ich, so. Ich glaube, eine Steinhake reicht. So, wie viel Samen haben wir denn? 4 plus 2 nur. Machen wir das hier vorne hin. Am besten wäre es natürlich noch am Wasser. Das wächst natürlich schneller. Machen wir so. Hui, ich habe hier irgendwo in der Nähe irgendwas gehört an Spinnen. Und vor Spinnen habt ihr, wie ihr wisst, Respekt. Hab ich, wie ihr wisst, Respekt. Ja, so. Hier eine Fackel und dort auch nochmal eine. So, und das darf jetzt erstmal schön wachsen. Ist jetzt unprofessionell, aber naja. Das passt schon. Basten. Was wollen wir eigentlich damit? Na, damit kann man eigentlich wenig machen. Ich wäre dafür, dass wir noch hier irgendwie so einen schönen Weg machen aus Blättern. Kann man aus Blättern schöne Wege machen? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ach doch, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir uns da so einen kleinen Wegchen hin. Ist ja jetzt auch nicht die Welt. So. Ach hier, jetzt backt mal wieder meine Tastatur. Dann hier noch einmal weiter und dann bis zur Haustür. So. Schön. Ach, das könnten wir auch noch wegmachen. Schaufel habe ich wieder mal nicht dabei. Das machen wir so da mal weg. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Weg, sag ich mal. Ja, klein, aber fein. Was machen wir noch mit dem Eisen? Wir könnten, ja, Schwert haben wir, Spitzhacke haben wir, Fackeln haben wir, wir haben alles. Das könnten wir nochmal kochen lassen.
Kohle haben wir auch noch ein bisschen. Ah, so viel Kohle hatten wir ja insgesamt gar nicht. Ich hätte gedacht, wir hatten jetzt ziemlich viel. Schmeißen wir auch einfach mal nochmal rein. Da da hinten wächst. Okay, dann könnten wir jetzt natürlich auch umsteigen in das andere Haus. Okay, hier könnten wir auf jeden Fall schon mal eine Werkbank reinmachen. So. Ein Hardcore-Let's Play und wir sind, ich denke mal, noch im Durchschnitt. Also hier kommen dann die ganzen Drohnen hin. Dann machen wir hier unsere Werkbank rein. So, jetzt machen wir uns erstmal ein paar Drohnen. Ich hoffe, wir überleben hier noch länger. Diamanten wären natürlich exzellent für uns. Ah, das war echt blöd. Diese eine Scheißspinne. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, perfekt. Die Fackel, die tun wir. Ah, das machen wir jetzt so. So und so. Und so. Jo. Dann könnten wir da noch jeweils ein Schildchen machen. So, machen wir das. Wie macht man denn jetzt? Ja, ich glaube, so ging das irgendwie. Okay, unser Inventar wird wahrscheinlich danach voll sein mit den Schildern. Ah, nicht ganz. Ich habe jetzt einfach mal ein paar viele gemacht. Was kommt denn hier rein? Erde. Oh. Erde. Cobblestone. Was tut man hier noch rein? Sand. Und was könnte man noch da rein tun? Ich würde mal sagen, was ist denn auch noch so einer, der wirklich häufig ist, den man häufig kriegt? Holz. Tun wir jetzt einfach mal alles rein. So, das könnte man natürlich jetzt auch noch schön ordnen. Hier die für Erde, dann die Cobblestone und die Holz. Ja, okay, Sand. Ja, okay, so viel Sand haben wir dann auch echt nicht. Was tun wir denn jetzt hier rein? Eisen, Redstone. Ja, Kohle. Ich wollte schon Coal schreiben, aber Kohle geht natürlich auch. Ich mache es immer so Mischmasch, halb Deutsch, halb Englisch. Ja, das passt. Ich glaube, so langsam wird es auch wieder dunkler draußen. Was könnte man hier reintun? Werk. Zeuge. Und hier Rest. Ah, machen wir das eher auch noch groß. Hier kommt dann einfach der Rest rein. Ja, ich denke mal, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir können das natürlich jetzt auch alles einsortieren. So. Ach, warum? Ja, egal. Ja, es wird tatsächlich so langsam Nacht. Steaks haben wir noch genug. Cobblestone haben wir auch wirklich viel. Ich weiß auch gar nicht, wohin mit dem ganzen Cobblestone oder mit der Sand auch. Was wollen wir damit? Oh, so viel Erde. Okay, das schaffen wir natürlich noch, hier gerade mal eben was reinzutun in die Kisten. So, wir tun es jetzt einfach mal rein. Wir können es ja noch später richtig einordnen. Aber jetzt erstmal alles rein damit. Und die Werkzeuge, die tun wir mal hier rein. Schere zähle ich auch zum Werkzeug dazu. Ja, Stöcke können eher zu Holz. Ja, Schilder ist auch aus Holz.